herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal haben wir Meridias Stern zurück zum Tempel gebracht, der liegt ein bisschen da drüben. Und sind durch diesen Tempel bis hier rüber gelaufen und hier geht's jetzt auch weiter. Und ja, mal schauen, was jetzt auf uns da drin wohl wartet. Ach nee, das ist die falsche Waffe, gleich mal zu Beginn. So, schon sind wir drin. Oh je. Also das hier, finde ich, sieht schon ein bisschen freundlicher aus. In diesem Weg hier mit der Treppe. Okay, wir müssen anscheinend durch eine Tür gehen nachher. Mal schauen, was für ein Wesen hier alles leben. Waren wir nicht hier vorhin schon irgendwie so? Okay. Ah, toll. Urne, da drunter steht auch noch leer. Und ich öffne sie trotzdem einfach mal. Genial. So, jetzt schauen wir mal langsam. Also der Raum kommt mir echt jetzt bekannt vor. Hier ist dann auch wieder dieser scheiß Schwarzrauch. Ah, da ist unser erstes Opfer. Das wir auch gleich treffen. Und vor dem wir nicht wegrennen, weil wir an der Wand hängen bleiben. Oh oh. Ich glaube. Echt jetzt? Der findet uns nicht. Nein, daneben. Lol, was war jetzt das für ein Bug mit dem Sound? Da kommt jetzt auch noch gleich einer. Okay. Was findet er uns? Der hat uns nicht gesehen. Wir stehen direkt vor ihm. Einfach mal mit dem Bogen. Und er findet uns trotzdem nicht. Genial. Und der hat uns jetzt gefunden. Oh je. Oh verdammt. Macht der viel Schaden mit seiner scheiß Axt. Oh. Und ich bleib natürlich hier hinten hängen. Ja. Im Nahkampf auch mal eine Fernkampfwaffe benutzen. Das nenne ich mal Bogenskills vom Feinsten. Aber wisst ihr noch, ganz am Anfang haben wir überall so kaiserliche verweste Leichen gesehen, also so von Wachen. Und diese untoten Viecher hier haben ja ständig die Waffen von denen. Kann's? Hä? Ich höre hier so Schnaufen irgendwie. Kann es vielleicht sein, dass diese Viecher die Seelen dieser Wachen sind, die irgendwie mit einem Zauber manipuliert wurden, damit sie für den Typen kämpfen? Wäre ja schon irgendwie krass. Hm. Ich bin auch mal am Überlegen, ob ich die Empfindlichkeit von der Maus irgendwie erhöhen sollte. Aber das wäre jetzt auch irgendwie leicht etwas komisch. Lol. Da kommt jetzt bestimmt viel Magie wieder rein ins. In diesen Balken. Ja. Ah, okay. Hier müssen wir auch noch durch. Dafür müssen wir erstmal hier den Stein aktivieren. Okay, jetzt ist da drüben die Tür offen. Ich glaube, wir müssen bis nach da hinten. Dann dürfen wir hier wieder zurücklaufen. Nein, 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 ich will da jetzt nicht runterfallen. Ich muss erstmal den Überblick finden. Okay, da unten lauert, glaube ich, nichts mehr. Trotzdem bin ich so blöd und springe hier runter. Einer muss es ja tun. Ich höre aber trotzdem noch so Skelette. Hier hockt irgendwo eins, auf jeden Fall. Ach, da drüben ist auch noch eine Tür. Hm. Wieso kommt mir das nur so komisch vor? Hier ist Schlüssel erforderlich. Toll. Hier ist noch eine Tür, durch die wir durch müssen. Das ist, glaube ich, dann auch der Ziel. Ah, da ist. What? Ich dachte jetzt gerade echt, was für ein OP-Viech kommt da? Hier ist noch irgendwo eins. Da hinten. Lol. Seht ihr, so total kaiserliche Ausrüstung? Genau, der andere von den zwei ist da oben. Schnell weg hier. Weg hier. Immer schön im Rückwärtsgang. So, der ist down. Wo ist das Skelett? Verkriecht sich da. Sieht das wie uns oder was?
Ja, es glotzt uns ein bisschen an. Ich glaube, es möchte uns gern töten. Aber, naja. Es hat zu viel Angst. Ja, immer schön. Immer dann gleich den Bogen laden. Das war jetzt das, was wir eben getötet haben. So, und wie kommen wir jetzt da hoch? Ich würde nämlich gern auch die Sachen von diesem Skelettviech da haben. Nee, wir müssen sowieso dahin. Wir müssen den Stein da ja noch aktivieren. Genial, genial. So. Ja, was finden wir denn hier alles? Hier, perfektes Beispiel. Schon wieder so eine verweste kaiserliche Wache-Leiche da. Aber natürlich total viel Gold steckt drin. Rüstungstrank kannst du nicht mitnehmen. Hä? Ah, wir können den Topf nur nehmen. Auf jeden Fall mit Rüstung allem drum und dran. Aber das Einzige, was du nehmen kannst, ist das Gold. What the fuck? Ist das eine Hand? Das ist eine Hand. Nee, oder? Boah, sind die widerlich hier. Ah, Gold. Was liegt denn da? Gold. Goldener Smaragd drin, geil. Also die lassen hier einfach die Wertsachen liegen und nehmen nur die Seelen. Naja. Irgendjemand muss ja hier den Idioten spielen. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Da bin ich jetzt leicht überfragt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Müssen wir dafür wieder zurückgehen? Aber der Weg hier muss doch auch noch für irgendwas gut sein. Die Tür hier. Ah, nee, jetzt ist die Tür offen. Ach so. Ich dachte, da muss erstmal dieser Strahl hingehen, damit. Ja, ich werde jetzt eiskalt noch reingelaufen. Ja, lauf an meinem Pfeil vorbei. Komm her und. Bevor du mich triffst, bist du tot. Genau. Ach, ich liebe dieses Spiel mit Bogen immer. Schön auf Fernkampf und bis die bei einem sind, sind sie meistens dann schon tot. Wenn sie nicht gleich vornherein schon sterben. Wir haben 2000 Gold. Ja, damit können wir dann schon einiges anfangen. Weil ich habe mir gedacht, nach dieser Nebenquest hier mit Meridia Stern könnten wir rein theoretisch mal wieder kurz unser Haus besuchen und dort ein bisschen weiter ackern. Und ja, habe ich mir so überlegt, machen wir beim Haus kurz weiter, indem wir die Räumlichkeiten etwas erweitern. Und wenn wir das gemacht haben, beziehungsweise unsere Kohle wieder alle ist, können wir mit den Hauptquests mal wieder weitermachen, die ich ja irgendwie nur am Anfang bis jetzt gemacht habe und danach nicht mehr. Hier ist anscheinend eine Falle, die diese Leiche hier aktiviert hat. 50 Gold. Oh Gott. Ich dachte gerade schon. Schnell durch. Okay, der Raum hier sieht doch ordentlich aus. Die Schatulle ist leer. Da ist noch eine Truhe. Aber erstmal checken wir den ganzen anderen Kram hier. Dann Trank. Nimm ihn mit. Noch ein Trank. Zwergenstiefel. Ja, ja. Die sind nicht für Zwerge, die sind von Zwergen. Muss man sich immer merken. Schuppenarmschieden. Alter, die wiegen so wenig, aber geben gut Verteidigung. Schauen wir uns das mal kurz an. Wo ist es? Ah, wir haben den hier. Der hat genauso viel Gewicht, aber zwei Rüstungen weniger. Ja, dafür. Ach, den brauchen wir jetzt ja gar nicht. Wir haben ja die Einhandwaffen ja mal auf die Seite gelegt. Ja, nein, falsche Taste. Dabei Bekleidung. Wo ist es denn jetzt? Das hier legen wir ab. Pelzstiefel des Schleichens. Die sind gut. So. Da wir jetzt ja keine Einhandwaffen mehr benutzen, eher die Zweihandwaffen. Lol, haben wir den nicht geleert? Ah, doch. Gehen wir wieder runter auf die Schleichposition. Irgendwas kommt uns jetzt gleich auf die Fresse. Nur was weiß ich nicht. Testen wir mal, ob das funktioniert. Ja, es funktioniert.
Ich habe keine Ahnung, was da jetzt war. Ich hätte vielleicht eventuell schauen sollen. Aber geil, ich löse die Falle einfach mal mit meinem Pfeil aus. Vielleicht war hier irgendwas mit einem Zauber oder so. Hm. Keine Ahnung. Was macht dieser Hebel? Hä? Was ist da jetzt passiert? Ich habe was gehört, aber... Ist es hier drüben? Keine Ahnung, was dieser Hebel macht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur was gehört. Lol, hier ist ein Ofen. Also der sieht schon irgendwie ganz schick aus mit diesen Pfeilern da, die aus dem Boden kommen. Die eigentlich als Falle benutzt werden hier. So. Was mir jetzt gerade auch so einfällt, ich sollte mir mal eine neue PC-Maus holen. Da die ich benutze, ziemlich ein kurzes Kabel hat, was leicht nervig ist. Und was ich hier mache, weiß ich jetzt auch nicht. Eine Schwachsinnsaktion natürlich wieder mal. Was hat das jetzt gebracht? What the fuck? Wieso mache ich dann so einen Scheiß, wenn es mir doch gar nichts bringt? Ein Pfeil. Genau. Wir schießen ein paar Mal drauf. Da hier jetzt nichts mehr Liebendes ist. Lol. Warum ist da am Rand so ein Jump'n'Run-Weg, wenn man den nicht mal benutzt? Oder benutzen muss? So. Jetzt geht da auf, dann geht da auf. Was ist denn da? Oh Gott. Oh mein Gott, wieso erschreckt mich dieser Scheiß jedes Mal? Hier drüben kann man anscheinend auch hinjumpen, denke ich. Und hierhin müssen wir nachher diesen Laserstrahler lenken. Boah, fuck mich jetzt dieser Stein hier ab. Unnötigerweise bin ich jetzt hier rüber gegangen. Moment. Wieso sind da Kreuze, die verbrennen? Ja. Und schon wieder eine Leiche. Yay. Sie haben im Keller eine Leiche. Ja, ja. Okay, dann nehmen wir die Tränke mit. Plündern gleich die Truhe. Schlacht am Roten Berg. Genau. So, dann noch hier. Eisenhelm, nee. Nee. Und schon wieder eine Hand. Jawohl. So, dann hier die Einbalsamierungswerkzeuge. Die Leiche der Wache. Die ja nicht zufällig benutzt wird. Echt jetzt? Gleich am Anfang klappt es schon. Super. Novizenschleuser knacken wir jetzt schon mit links. Da ich sogar mit der linken Hand die Tasten benutze. Zufall oder kein Zufall, das ist ja auch nicht die Frage. Deshalb lasse ich die Frage bleiben. Jawohl. Ich finde diesen schwarzen Rauch hier so genial. Der macht richtig Freude in so einer dunklen, schmierigen Höhle. Und die Wachen hier, ja, die sehen auch gleich viel lebendiger aus, wenn sie hier so durch den Rauch stolzieren mit ihren glühend roten Augen und den schwarzen Skeletten. Also den schwarzen Knochen hier. Ja. Mein Freund, du darfst mich nicht treffen, das weißt du, das ist ein Gesetz. Tote dürfen lebendige Menschen nicht angreifen. Machen tun sie es trotzdem, aber ich wollte es nur gesagt haben. Da liegt, glaube ich, auch schon wieder eine Leiche. Da drüben auch. Da drüben auch. WTF, was? Warum liegen hier so viele Leichen? Sind hier etwa so viele Leute reingegangen und krepiert? Meine Fresse. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass wir viel besser sind als diese Leichen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war jetzt? Das sieht nach einem Pfeil aus. Aber was hat mich jetzt gerade verletzt? Was für ein Scheiß hat mich jetzt verletzt? Okay, jetzt wird's unheimlich. Bestimmt habt ihr das jetzt gesehen, was mich da jetzt verletzt hat. Und ich übertreibe hier mit Panik bis zum geht nicht mehr.
Aber Panik ist in einer Höhle erlaubt. Alter, diese ganzen Ringe. Wir haben jetzt extrem viele Ringe allein schon hier gefunden. Aber ich weiß nicht, wo wir die verscherbeln können, um unsere Kasse aufzubessern, die wir unbedingt aufbessern müssen. Überall diese kaiserlichen Leichenwachen, kaiserliche Wachenleichen. Nein, doch. Meine Fresse, deutsche Grammatik ist das geilste ever. Aber hallo. Und hier liegt gleich die nächste Leiche. Jawohl. Wer hätte das erwartet? Ich sicher nicht. Natürlich die am schwersten zu erreichende hat am wenigsten Gold. Da ist auch wieder ein Feuer. Aber ohne Kreuze. Also sind die Kreuze nicht in jedem Feuer drin. Das ist doch mal was. Wir spielen hier Sherlock Holmes. Ja, hier sind auch keine Kreuze. Das war wohl kein Zufall, dass wir das in dem einen Ofen entdeckt haben. Und hier sind auch immer solche Altäre, also so Kerzenteile. Und ich denke auch, dass das nicht ohne Grund hier als ist. Bestimmt so als Ehre für die Gefallenen oder ein Dank an die, die reingegangen sind und gestorben sind, da sie jetzt zu toten Wachen wurden. Die lebenden Wachen werden zu toten Wachen. Ja. Und ich rede hier mal wieder den größten Scheiß. Und natürlich bin ich so schlau. Ah nee, ich bin doch nicht falsch. Hier ist nämlich auch wieder eine Leiche. Super, mit Gold. So, jetzt geht der Strahl darüber. Autsch. Da geht es auf. Und damit wir jetzt nicht krepieren, laufe ich lieber wieder zurück. Und laufe dauernd durch den Strahl. Und schauen wir das da drüben nochmal an, weil mich da war noch was, wo man hingehen konnte. Aber ich weiß nicht wie. Ich glaube, das ist gerade das hier drüben. Na doch. Das ist einfach ein Weg. Ja. Dann gehen wir da drüben noch schnell hoch. Dann können wir auch wieder zurückgehen. Weil ich denke, da oben können wir jetzt auch noch ein bisschen Kleinkram abstauben. Wie hier immer alles so knarrt. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt diesen Trank hier nehme, passiert irgendwas. So richtig in Indiana Jones Style hier. Hier sind auch schon wieder Kreuze. Achtung. Genau. Ich hab's gesagt. WTF. Da kommen da oben raus Speere. Genial. Und ich natürlich aus Intelligenz und Vorahnung schleiche mich an der Seite. Eigentlich habe ich jetzt wirklich erwartet, jetzt kommen irgendwie so Leichen aus den Wänden raus und töten mich. Aber das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Auch wenn es auf Kopfhöhe war. So. Der Chefdrohnen, aber den lassen wir jetzt mal beiseite, bis wir der Chef hier im Laden sind. Und jetzt geht es anscheinend hier runter. Wo wir dann wohl zu unserem neuen besten Freund kommen. Auf in die Schlacht! Moment, da stand Katakomben. Und ich weiß ganz zufällig, dass das nicht gut sein muss für uns. Das ist doch immer sowas, wo viele so unterirdische Gänge an sich eigentlich, aber wo halt auch öfters mal Tote sind, glaube ich. Irgendwie sowas. In Frankreich gibt es das ja auch, in Paris ziemlich viel. So Katakomben, wo dann aber Knochen in den Wänden sind. Weil die schon so alt sind und die wurden irgendwie, wurden da viele Tote, ich weiß nicht, ob es Kriegstote waren oder andersweitige, aber die wurden da begraben. Okay, wir sind hier auf jeden Fall bei unserem neuen Freund irgendwo. Weil sonst wären ja hier nicht um diesen Sockel da so viele Kerzen. Aber ich sehe hier gerade keine Wache. Also keine lebende. Gold, Gold. Seht ihr? Eindeutig eine kaiserliche Wache.
Jawohl, wieder Gold. Wir haben allein jetzt schon in dieser Folge wieder 500 Gold gemacht. Meine Fresse. Und davor schinden wir uns hier so mit kleinen Quests durch die Gegend und verkaufen unseren letzten Scheiß. Und dann hier einfach mal ganz locker durch die Höhle stolzieren, Leichen plündern und dann reich werden. Langsam verstehe ich auch die Grabräuber, die in Ägypten als mal die Pyramiden früher versucht haben zu plündern. Bestimmt sind das die Leichen hier, auch solche Leute. Nur waren sie so schlau und haben sich verirrt oder sind einfach krepiert, weil sie nichts zu essen oder zu trinken hatten. Man weiß es ja nicht so genau. Zumindest sehe ich es ihnen nicht an. Jetzt geht's los. Die letzte Tür öffnet sich. Also ich denke mal, dass das die letzte Tür ist. Ja, das kann sein. Hier wieder überall Knochen. Und schon wieder eine Hand und noch eine Hand. Das ist die rechte Hand. Ganz sicher. Und da sind auch mehr Knochen. Schädel. Arme, Beine. Oder? Sieht für mich aus wie ein Arm. Hier so Bizeps. Ja, egal. Ist aber bestimmt jetzt nur voll den Scheiß. Da ist der letzte Strahl. Ich sehe da schon eine Wache, da noch eine tote Wache. Und da ist dieser Typ. Ich glaube, dem gebe ich hier den ersten Knarrenfall. Wäre ratsam. Lauf, 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 lauf! Oh nein! Scheißdreck, die Viecher! Kommen hier durch. Schrei! 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 Ich will schreien! Lasst mich durch! Ihr Fickfressen hier! Genau. Jetzt bin ich tot. Genau. Oh. Genau. So einfach geht's. So schnell krepiert man. Jetzt erzähle ich aber den Scheiß nicht nochmal. Jetzt gehen wir direkt dahin. Oder... Ach scheiße, wir müssen jetzt nochmal die Leichen plündern. Oh. Hier wieder das ganze Gold. Da Gold, Gold. Oh meine Fresse, das war jetzt mal was. Also die Geister, die da unten sind, die sind anscheinend härter drauf als... Ich dachte jetzt gerade, ich habe da einen Trank vorhin übersehen. Die sind anscheinend härter drauf als die, wo hier oben rum und um geistern. Ja. Und was mir erst jetzt auffällt, da steht ja auch immer korrumpierter Schatten. Das kann nur von diesen toten Wachen hier sein. Lol, es leckt gerade. Liegt es jetzt hier am Licht oder was? Oh. Ja, das liegt eindeutig am Licht. Wenn man zu viel, dann schafft es, glaube ich, das Spiel nicht mehr so richtig. Oder der PC eher gesagt. Ich habe keine Ahnung. Oder es liegt jetzt einfach am Spiel, dass das jetzt hier ein bisschen packt. Die Tür war vorhin zu. Schließen wir sie jetzt gleich mal. Mal schauen, ob wir sie dann später wieder öffnen können. Jetzt passen wir aber auf. Jetzt schießen wir Wache für Wache einfach ab. Da ja unser Feind hier, dieser Typ da, ein bisschen mächtiger ist, als ich erwartet hätte. Aber nun gut. Jetzt verstecken wir uns hier und hoffen, dass die uns hier nicht finden. Toll. Ja, genau. Warte, Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sehen mich nicht. Sie sehen mich nicht. Wie geil! Ich hab's geschafft, mich vor denen zu verstecken. Einfach in die Menge runtergefeuert. Ja, toll. Der eine Schatten. Ja! Geil. Schnell hier durch. Nein, ich will hier durch. Lass mich durch. Fuck. Fuck. Noch einer. Ah. Hier sind über Leichen. Okay.
Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Und jetzt schlachten! Schlachten! Lol, genau. Der tötet mich mit einem Zauber. Ja. Genau. So. Jetzt soll mir mal einer erklären, wie soll ich diese Geister denn töten, wenn Schwerter nicht funktionieren, der Zauber zu lange braucht? Ja. Jetzt dürfen wir das hier nochmal durchziehen, die ganze Scheiße hier plündern. Denn diesmal speichere ich aber direkt, bevor ich meinen ersten Schuss hier abfeuere. Dann muss ich hier nicht nämlich ewig lang wieder diese dämlichen Leichen plündern, die dieser Typ hier alle hinterlassen hat. Um mir mein ganzes Hab und Gut zu schenken. Nee, nee, du. So geht das hier nicht. Hallo, ich hab da drauf geklickt. Ups. Ah, dieser Typ, der geht mir jetzt schon auf den Keks. Ich denke, ich setze ein Gift drauf und schieße doch wirklich als erstes den Typen ab. Und wenn ich ein bisschen Glück habe... Lol. Ja, das liegt eindeutig an dem Licht. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Speichern. Himmelsrand. So. Und jetzt schauen wir schnell mal auf die Tränke, die wir haben. Frostbissgift. Blut, stockendes Gift, das gesunde Ausdauerfieselung. Okay, das stoppt andauernde Gifteffekte gegen Gift. Ja. Toll, das ist das einzige Gift, was wir haben. Das ist super. Oh Gott. Bögen 60 Sekunden lang 30% mehr Schaden. Okay. Das ist gut. Hier haben wir dann zwei Tränke der Heilung, die wir unbedingt nutzen müssen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir schnellstmöglich diesen scheiß Freak da abgeschossen bekommen. Weil nämlich die Geister, Schattenviecher da, die kann ich ja nicht mal richtig töten. Oh je, oh je, oh je, schnell nach hinten. Okay, zu spät. Super. Los, komm, schrei. Los, vergiften, verbrennt. Komm, die erste Leiche verbrannte. Schnell. Na toll, der erste Treffer. Fuck, fuck, fuck. Dieses Wort hier finde ich benutzen. Scheiben, Kleister, da haben wir noch kleinen Trank der Heilung. Nochmal ein Trank der Heilung. Gut, jetzt haben wir Tränke der Heilung. Aber kaum Mana-Tränke oder was? Oh, verdammte Scheißviecher. Was soll ich denn hier jetzt machen? Schrei! Schrei! Oh, verdammt. Schnell. Heilung, Heilung, Heilung. Wenn wir die Viecher gekillt haben, haben wir vielleicht ein bisschen Glück, dass wir eventuell... Moment, ich muss kurz Gedanken fassen. Nehmen wir den Trank. Wenn die... Sprachfehler, ja. Wenn wir die Viecher gekillt haben, haben wir vielleicht Glück und können uns vor dem Magier hier verstecken. So, die sind jetzt beide tot. Okay. Ich speichere schnell. Das wäre mich jetzt scheiße, wenn ich die Viecher nochmal töten sollte. Nein! Verdammt! Nimm das Schwert! Nimm das Schwert! Ah. Ja. Toll. Heilung. Heilung! Alter, wieso macht der Typ so viel Schaden? Alter Schwede. Wo haben wir noch? Nein, oder? Haben wir jetzt ernsthaft alle Tränke der Heilung da weggeschlürft? Frostresistenz. Hatten wir da nicht was am Anfang? Hier. Okay, 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 okay. Toll. Jetzt haben wir hier auch einen mit Mana. Gewandtheit. Oh mein Gott. Ja. Wir haben keinen Lebenstrank mehr. Verarsch mich doch jetzt nicht. Warte, warte, da war noch einer. Nee, das war der Krankheitstrank.
komm schon, das ist jetzt nicht wahr. Okay. Jetzt schauen wir schnell noch bei Zutaten. Ich habe jetzt keinen Bock hier zu krepieren. Dann halt bei... Haben wir nicht mal Essen dabei? Nein, anscheinend nicht. Dann öffnen wir einfach den Teller raus. Wo ist denn der Typ? Wo ist er denn? Oh, verdammt. Wir verstecken uns jetzt hier, weil ich hab... Ich sehe den Typ nicht. Oh, bitte komm jetzt nicht näher. Er findet uns bitte nicht. Bitte findet er uns jetzt nicht. Bitte, bitte, bitte. Er darf uns nicht finden. Wir müssen uns heilen. Oh, versteckt. Gut. Gut. Jetzt kann ich hier schnell schauen. Wir nehmen jetzt die 7 gleich rein. Machen, gehen wieder auf die 1 wegen dem Bogen. Dann gehen wir ihn von hier weg. Anders ist das für uns jetzt hier nicht möglich. Okay, ganz ruhig bleiben. Der Wichser findet uns nicht. Der Wichser findet uns nicht. Oh Gott. Meine Fresse. Hat der sich geheilt? Der Typ hat sich jetzt echt noch geheilt. Wir gehen jetzt mit einem... Ach nein. Ich gehe jetzt mit voller brachialer Kraft hier aus mit Feuer. Gleich auf ihn. Ich gebe ihm jetzt noch einen kritischen Treffer mit dem Bogen. Lots ihn hierher. Und dann machen wir das jetzt ein für alle Mal aus mit unserem Schwert hier. So, schrei! 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 Schrei doch! Fuck, fuck! Ja, genau! Genau! Genau. So machen wir das jetzt. Wir fackeln ihn ab. Nein, ich will ein anderes Schwert. Alter, wieso spackt jetzt dann eigentlich jedes Mal meine scheiß Steuerung hier? Meine Fresse, ey. Wir haben jetzt kaum noch Tränke. Wir können uns jetzt gerade noch so heilen, dass wir hier abhauen können und uns verstecken können. Und das war's dann auch schon wieder. Toller Bockmiss hier. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Das ist geil. Einfach so geil. Da steht der Geilheit einfach ins Gesicht geschrieben. Zeigen wir uns noch. Oh nein. Ich verpfeife mich jetzt hier auch noch. Komm schon. Nein, der Typ hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Er hat mich entdeckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gehen jetzt raus. So, wir haben... Er hat einen Schreischutz. Und jetzt klüppel auf ihn ein, Digga. Ja. Volltreffer. Ja, geschafft. Nein. Was? Das kann nicht sein Ernst sein. Wir haben den gerade abgeschlachtet. Wir haben ihn doch abgeschlachtet. What the fuck? Das ist doch... Nein. Das ist gecheatet. Was soll denn der Scheiß? Wir haben den doch gerade jetzt gnadenlos da runter gemäht. Und es klappt nicht. So ein Scheiß jetzt echt. Nein, ich will die Waffe. Das kann nicht ernst sein. Das kann nicht der Ernst sein. So, jetzt kommen wir gleich raus und schreien ihn an. Super. Nein, nein, weg da! Inventar! Wir sind schon fast tot schon. Alter, der hat uns zweimal getroffen, was soll? Oh Mann! Das ist jetzt unfair. Haben wir den Trank jetzt schon getroffen, oder? Nein. Okay, okay, okay.
Ja, tot, schon wieder. Echt jetzt? Sorry Leute, dass das jetzt hier so ein abgefuckter Scheiß hier ist. Hallo? Die Tastatur reagiert nicht mehr richtig. Das ist ja mal geil. Darf ich mir jetzt auch noch eine neue Tastatur hier holen? Ist... Boah, fuckt mich jetzt dieser Freak hier ab wie eine Wucht hier. Schnell heilen, bevor der reinkommt in den Raum. Okay, schon sieht er uns. Wir müssen echt mit dem Bogen skillen. Moment, ich sehe gerade was, was uns womöglich den Sieg bringt, wenn der Typ da wieder zu seinem alten Platz geht. Wir können, glaube ich, dieses Ding runterschießen und so könnten wir ihn töten. Und das fällt mir jetzt ein. Nicht wahr, oder? Wird er so schlau sein? Ja, er wird sich heilen. Okay. Der ist ziemlich blöd. Er findet uns hinter diesem Pfeiler nicht. Aber er hat sich voll geheilt. Das uns ziemlich ein Problem bringt. Aber eventuell läuft er jetzt darüber. Oh, fuck, 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 fuck. Da ist er schon. Komm schon, lauf unter dieses Dings da. Lauf da drunter. Der sieht uns ja nicht mal. Muss ich das da oben treffen? Nein, gar nicht. Das Ding bringt nichts. Oh, wie sollen wir den jetzt töten? Ich glaube, wir müssen eins versuchen. Uns an ihn ranschleichen. Und dann soll der schon. Schaut in unsere Richtung immer. Komm. Okay. Trank, 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 Trank. Jetzt haben wir... Mehr als diesen Versuch haben wir nicht. Komm, wir können nicht mal springen. Toll, wie soll man so einen Spacko jetzt hier einfach killen? Der hat zu viel Power. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Mit mentalen Waffen hier so Schwert klappt das nicht. Mit Bogen klappt das genauso wenig. So, jetzt verstecken wir uns hier hinten. Eventuell klappt es, eventuell auch nicht. Toll, toll. Jetzt heilen wir uns voll. Und mehr als das können wir nicht machen. Ich speichere jetzt gleich mal hier. Weil mich, wenn wir hier sind, müssen wir nicht jetzt mal hier rüberlaufen. Und die Folge geht jetzt schon knapp 40 Minuten. Weil ich so oft bei diesem scheiß Freak verrecke. Irgendwie müssen wir den noch ausgeschaltet bekommen. Nur wie? Ich teste das nochmal. Okay, das klappt gar nicht. Okay, der Typ findet uns hier nicht. Irgendwie müssen wir den doch getötet bekommen. Schauen wir mal ganz kurz im Tagebuch. Töte Malko ran. Genau. Okay, das bringt uns nicht weiter. Der Typ ist versteckt. Okay, ich habe ihn nicht getroffen. Liegt bestimmt an seinen scheiß Zaubern. Toll. Jetzt gibt er sich wieder einen Schutz. Hier. Toll. Scheiße, er darf uns jetzt hier nicht entdecken. Weil hier sind wir ihm schutzlos ausgeliefert. Fuck, 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 fuck. Er heilt sich immer voll. Gut, er kommt hier nicht.
Super. Da läuft er gegen den Stein und... Fuck. Wenn der jetzt hier oben drüber springt, haben wir ein ganz fettes Problem. Scheiße, was machen wir jetzt? Und jetzt hängt er hinten im Stein rum. Echt jetzt? Toll. Toll. Dann experimentiere ich jetzt mal mit diesem Ding hier. Kriege ich das hier runtergeschossen? Ich ziehe mal auf dieses Dingsbums. Natürlich nicht. Jetzt läuft der Typ hier wieder rüber. So können, haben wir ihn wieder ein bisschen im Sichtfeld. Ein bisschen. Da. So. Er ist jetzt direkt hinter dem Ding. Die Ausdauer ist erschöpft. Super. Und der Typ kommt da hinten nicht raus, oder was? Schieße ich jetzt gerade mal hier drüber. Nichts getroffen. Geil. Oh Mann, wie ich jetzt Bock habe auf diesen Fight hier. Boah. Das macht Stimmung. Okay, wir sind noch versteckt. Wir haben gut Schaden gemacht. Jetzt würde ich ihm gerne noch zwei Pfeile reindrücken. Dann könnte ich Glück haben und ihn töten. Aber auch nur mit Glück. Also wir haben hier jetzt die perfekte Stelle. Um ihn zu töten. Echt jetzt? Wieso bewegt er sich so schnell immer? Das ist... Boah. Das kann doch keine normale Quest sein. Wenn die Tussi mir jetzt dann später nicht was richtig Heftiges mitgibt. Als Geschenk. Für diese grauenvolle Tat hier. Dann gibt's Beef. Und schon heilt er sich wieder voll. Super. Jetzt ist er neben uns. Er sieht uns nicht. Und ich werde es jetzt noch einmal versuchen, mich mit dem Mast hier zu messen. Ja, super, er hat mich entdeckt. Er schafft es zwar nicht zu mir, aber er hat mich entdeckt. Ja! Oh mein Gott. Aber er kommt, er schafft es nicht. Wir haben hier das perfekte Eck. Ich hätte ihn jetzt eigentlich beklauen können. Hätte ich ihm vielleicht irgendwas abnehmen können, was Gescheites, was er hat. Jetzt nehmen wir einfach nochmal den Bogen so lang. Und geben ihm nochmal einen tödlichen Schuss ab. Wenn er sich jetzt mal mit seinem scheiß Schild hier verpisst. So, der Schaden sitzt. Falsches. Das bleibt da. Komm, bleib da. Ganz ruhig, mein Freund. Ich kann ihn nicht treffen, oder was? Doch, ich habe ihn getroffen. Gut. Hallo, ich will die Waffe wechseln. Cool, der Pfeil prallt ab. So. Er sieht uns. Wir sehen ihn. Liegt das jetzt am Schild, oder... Okay, wir haben hier ein echt gut geschütztes Eck hier. Mit dem können wir ihn eigentlich abfacken. Okay, wir sind schon wieder tot. Genau. Okay, jetzt machen wir hier nicht mehr lange rum. Wir holen den Typ hier ins Eck. Ich gebe ihm einen Schuss jetzt. Und wenn ich es schaffe, kann ich ihm gleich den zweiten verpassen. Schnell. Zerhacken. Zerhacken. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Ich brauche den Heiltrank. Heftigen Heil.
Komm, zerberste ihn! Zerknüppel ihn! Zerknüppel ihn! Schnell! Schnell weg von dem Typen! Sonst. Okay. Wir sind gerade noch so entkommen. Was? Der Typ lebt noch! Nein! Sein Geist hat uns getötet! Echt jetzt? Deswegen sind wir vorhin krepiert. Wir haben getötet, aber sein Geist hat uns dann... Okay, Leute. Ich versuche das jetzt nicht nochmal. Ich mache das bei der nächsten Folge. Ciao, Leute. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir noch Daumen hoch da und... Ciao, bis zum nächsten Mal.